Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine sehr schöne Woche. Richtig, mir ergeht es zumindest so gerade. Mir geht's glänzend. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe auch kurz recherchiert, keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, red einfach. Ihr wisst, ich habe so mein Thema mit Infrastruktur und Bildung. Bildung liegt mir sehr am Herzen, da muss ich unbedingt mal drüber sprechen. Ich glaube, da hole ich aber weit aus. Da muss ich mal, glaube ich, einen ruhigen Moment mal wiederholen. Ich war aber wieder mal unterwegs und ich habe mit euch ja schon über Verschiedenes gesprochen. Ich habe mit euch darüber gesprochen, dass ich unglücklich bin, wie die Verkehrsführung läuft in Deutschland. Mittelspurschleicher, ehrenamtliche Stauführer, ihr kennt die. Dann habe ich über die Energiewende und die lustige Elektroinfrastruktur gesprochen und die Weltklasse. Subventionierung von den 15 Liter SUVs, die wir jetzt in der Stadt fahren haben, die aber noch einen Akku an Bord haben, der nicht genutzt wird. Wir haben viel Spaß miteinander. Und ich bin ein ruhiger Fahrer, wie ihr wisst. Aber ich glaube, da lag ich falsch. Also, dass ich ein ruhiger Fahrer bin, das weiß ich. Aber mit den anderen Sachen, ich glaube, das sind nicht die Lösungen, über die ich da so gesprochen habe. Autofreie Innenstadt ist ja auch nochmal so ein Ding, was ich immer mal anspreche. Ich lese mir eure Kommentare durch und gucke dann so, was dann die verschiedenen Ideen sind, die verschiedenen Richtungen sind, in die es geht. Da habe ich mir gedacht, vielleicht das ist es noch nicht so ganz. Das ist es noch nicht. Ich probiere was Neues. Und ich brauche ja extreme Lösungen. Ja, ich komme mit so einem, lass mal 2% Stellschraube drehen. Weißt du, wie wenn ich so ein, wenn ich das an den Scharnieren von irgendwie einer Küchentür arbeite und sage, so ein bisschen drehen, um zu gucken, dass es sich ausrichtet. Wir sind ja im Endstadium, was den Verkehr angeht. Also brauchen wir eine Lösung und nicht so was Halbgares, diesen komischen Mix, den wir da machen, der zu nichts führt. Wir lassen die autonom fahren. So ist es, passt mal auf, seid bei mir, ich erkläre euch, was ich meine. Ich mag es autonome Fahren, nicht gleich vorweg. Ich habe da keine Sympathie in die Richtung, wenn ich so drüber nachdenke. Im ersten Moment. Aber passt auf. Momentan haben wir ja absurden Verkehr. Also absurd. In der Stadt. Ich rede nicht übers Land. Erstmal jetzt Stadt. Aber ich nehme an, auf dem Land ist auch, hat auch zugenommen. Es war auch in den 90ern für jeden klar, den ich kannte, dass er einen Führerschein macht, wenn er 17 ist, damit, wenn er 18 hat, er einen Lappen in der Hand hat. Das war Pflicht. Da gab es ein, zwei Ausnahmen, die wurden angeguckt, wie Außerirdische. Aber ansonsten hat jeder einen Lappen gemacht. Ist, glaube ich, in der Priorisierung nicht mehr so hoch. Weiß ich aber nicht, bin kein 17-Jähriger. Dann denke ich mir, wenn sich das ein bisschen gewandelt hat und ich jetzt schon alt bin und keine wahnsinnigen Veränderungen mag an allen Stellen, sondern ich sage, komm, läuft doch, weißt du, läuft doch. Dann überlege ich mir, die das Land machen, sind so alt, die wollen gar nichts mehr verändern, das ist klar. Aber wie denkt momentan ein 17-Jähriger über das, was wir so treiben? Also wir und die Alten. Was ist denn da los? Der hält uns doch für vollkommen, oder sie, an der Realität vorbeisteuernd. Aber komplett. Und man muss doch die Realität sich auch mal ein bisschen angucken. Ich habe, das war meine kurze Recherche, wie gesagt, danach sofort aufgehört recherchieren, wer braucht das? Ein Auto steht zwischen 20 und 23 Stunden am Tag, wurde mir da gesagt. Dann habe ich das so ein bisschen mit mir verglichen. Ich würde sagen, bei mir steht es 23 Stunden am Tag. Kann ich fix sagen. Im Schnitt steht das Ding 23 Stunden. Ich fahre vielleicht eine Stunde am Tag. Ich fahre aber auch mal 4 Tage gar nicht. Gut, dann fahre ich mal nach Hamburg. Aber das war's. Also das ist wirklich, meine Kilometerleistung ist ja gegen Null gegangen jetzt über das letzte Jahr, weil ich auch keine auswärtigen Termine hatte und solche Geschichten. Also von daher, das Auto, ich fahre Papier weg. Ich fahre zum Schlumpf. Das sind so kleine Sachen in der Stadt mit der Kugel. Ich fahre mit der Kugel nicht mehr viel, einfach erstmal, weil es mir keinen Spaß mehr macht, in der Stadt zu fahren. Ihr wisst, was ich gesagt habe, Verkehrsführung in Frankfurt, Katastrophe, Straßenqualität, Katastrophe, Menge von Autos, Katastrophe, Menschen, Katastrophe. Also ich fahre nicht mehr gerne. In der Stadt, im normalen Betrieb. Nachts fahre ich sehr gerne noch. Oder auf meinen Wegen, die ich mir suche. Ich fahre schon lange nicht mehr den schnellsten Weg nach Hause oder irgendwas wohin, sondern ich fahre den Weg, wo ich mit dem wenigsten Puls ankomme. Für weite Strecken, größeres Auto macht das auch dann schon wieder Gaudi, kann man sich so ein bisschen entspannen und so. Und dann fährt man irgendwie, hat vielleicht auch mal was, wie jetzt in Amerika, großes Auto, fährt da am Meer entlang. Das ist eine schöne Sache. Das hat für mich immer noch viel von Freiheit, da bin ich altmodisch. Aber ich gucke mir ja meinen Alltag an. Wir reden ja nicht über die 4%, wo man es mal speziell haben möchte, sondern ich rede über meinen Alltag. Und ich würde sagen, dass die Autos 1 bis 4 Stunden am Tag bewegt werden, halte ich für realistisch. Das kann ich mir vorstellen. Klar gibt es einen Vertreter, der 14 Stunden schrubbt im Auto jeden Tag. Aber es gibt mit Sicherheit sehr viele,
die tatsächlich diese klassische 30 bis 90 Minuten am Tag im Auto verbringen. Vielleicht ein bisschen Pendelstrecke, vielleicht gibt es aber welche mit drei Kindern, die haben mehr Taxifahrten den ganzen Tag noch hin und her, bisschen mehr Action. Aber trotzdem, das ist eine Statistik, ohne dass ich sie repräsentativ nachgeforscht habe, kann ich sagen, das halte ich für glaubhaft. 1 bis 4 Stunden am Tag werden die Autos bewegt. Wenn man sich dann da irgendwo trifft, Minimum, Worst Case, wären dann, dass das Ding 4 Stunden bewegt wird. Und dann könnte man sich trotzdem 5/6 der Autos sparen. Einfach sparen. Ich gehe davon aus, dass es eher 9/10 sind oder noch mehr, die man sich sparen könnte. Da gibt es natürlich so Sachen wie Carsharing. Was so reingebastelt wird in die ganze Sache, haben wir natürlich auch, habe ich probiert, die Sache von Benz, von BMW, von der Bahn, ich habe alles mal ausprobiert. Ist natürlich eine Parkplatzsituation, die da schwierig ist und die Autos sind Gurken, das ist halt also eine Sache, die ist nicht so hundertprozentig cool. Aber es ist halt ein Mix. Wir haben immer noch, wie gesagt, so busy richtige, gute Elektroautos, wir haben busy diese Mix-Mist, dann haben wir die vielen alten Karren. Dann haben wir aber immer noch die Verkehrssituation, dass es viel zu eng ist, die Leute nicht gescheit Auto fahren. Dann haben wir noch natürlich die tausenden Verkehrstoten durch die Besoffenen, klar, sind ja auch dabei. Dann auch durch die irgendwie, keine Ahnung, sich zu fest im Auge gekratzt haben, dann irgendwas noch ins andere gestochen und dann sind sie halt in die Menschenmasse gefahren, kann auch passieren. Dann einfach Fehler und einfach weil doof. Also da gibt es echte Möglichkeiten, was, und dann kann auch mal die Technik versagen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man sich umbringen kann im Straßenverkehr. Und das passiert ein paar tausend Mal jedes Jahr. Das ist alles sehr unglücklich. Und dann denke ich mir, warum Flickschustern an so einem kaputten System? Wir haben es klar ins Endstadium getrieben. Also das ist ja nicht wegzudiskutieren. Wer glaubt denn noch, dass unser Verkehrssystem noch funktioniert? Oder dass man sagt, hey, das ist was Cooles, darauf bauen wir auf. Gibt es da noch wen? Ich habe bei euren Kommentaren auch niemanden gelesen, der gesagt hat, also ich bin der Meinung, unser Verkehrssystem ist wunderbar. Da würde ich nichts dran verbessern wollen. Es ist genau umgekehrt. Gibt es einen Punkt, den ihr nicht verbessern wolltet? Tatsächlich. Das würde mich interessieren. Und da habe ich gedacht, machen wir es da autonom. Können wir doch. Die Technik ist schon längst bereit. Und 9/10 der Autos verschwinden von der Straße. Weil mein Thema mit dem autonomen Fahren, habe ich festgestellt, ist gar nicht das autonome Fahren, sondern die anderen Leute drumherum. Um mein autonomes Auto. Und da habe ich gedacht, das ist, also ich meine, klar, dieser gewisse Kontrollverlust, ich lenke das Ding nicht selbst, ich habe das gern, Kontrollwahn und so, ihr kennt das. Ich glaube, ich kann es besser als die Maschine. Klassiker. Ich habe aber weniger Probleme, wenn alles um mich rum autonom ist, als wenn ich der Autonome bin und um mich rum überall potenzielle Amokfahrer, die alle besoffen sind oder es nicht können oder beides. Und da habe ich mir gedacht, das ist es. Ich brauche alle Sitzen von uns zukünftig auf so einer Platte mit so einer Glaskuppel und einem Stuhl. Da sind wir alle drin und wir flitzen dann durch die Gegend. Ganz viele Untertassen. Einmal da so durch die Gegend. So stelle ich mir das vor. Wie so ein Wackelpudding auf einer Untertasse. Und da sitzen wir dann drin und wir fahren durch die Gegend rum. Und das wird funktionieren. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das funktionieren wird. Und es wird auch noch lustig. Und da kann man sich zuwinken, man kann sich auch hinterher gucken. Man fährt nicht vorne die Oma tot dann, während man nach hinten noch gewunken hat. Ich hab's wieder gesehen, also nicht die tote Oma, sondern das Umdrehen und jemandem zuwinken. Ich hab gedacht, ich werd nicht, was denn da los? Guckst du bitte nach vorne, wenn du Auto fährst? Winken in der Also, da habe ich mir gedacht, und ich will die nicht gemischt haben. Die sind alle weg. Und ich stelle mir das vor wie Saugroboter. Das ist einfach eine kleine Plattform. Natürlich eh. Oder sucht euch irgendwie raus, aber auf jeden Fall natürlich kein Verbrenner da drin. Und die fahren rum. Nur 9/10 der momentan vorhandenen Autos, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und die wieseln. Und sobald sie leer werden, wie die Wale zum Sterben, gehen sie irgendwo hin und versammeln sich, laden sich auf und währenddessen wieseln die Kumpels draußen rum. Läuft, die ganze Zeit. Und die Dinger sind wahrscheinlich dann, was weiß ich, 20, 22 Stunden am Tag ausgelastet und flitzen durch die Gegend. Ist so astrein. Warum haben wir das nicht? Wieso fahren wir immer noch rum wie im Neandertal? Das kann doch nicht sein. Und dann sehe ich Gesetzesentwürfe, bis 2120 rechnen wir mit 4%. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss man doch mal
Da muss doch mal Dampf dahinter. Und wie gesagt, ich rede nicht über die Langstrecken, ich rede nicht über irgendwas. Das wird ja dann immer gesagt, ja, E-Mobilität, das geht nicht wegen der Langstrecke. Sag ich, ja, aber wer fährt denn Langstrecke? Das kann man doch, das ist doch simpel festzumachen. Man kann doch, wieso, ich meine, dass Frankfurt nicht die coole Vorreiterstadt, das habe ich mittlerweile akzeptiert, leider. Ich hätte es gerne anders, wir sind es nicht. Gott, dann halt nicht. Es ist halt, man kann ja auch, man kann es versuchen, man kann es hoffen, man kann gucken, es tut sich nichts. Pech. Aber es könnte doch mal irgendeine andere Stadt kommen damit. Und sagen, wisst ihr was, Freunde? Bei uns autonom. Ab dafür Park and Ride. Jeder, der kommt, stellt seine Gurke da außen ab, steigt in so eine Untertasse und ab mit dem Saugroboter in die Stadt. Und drin nur noch Roboter. Ab dafür. Skynet, endlich. Und dann kriegen wir das, dann kriegen wir das alles hin. Und ich glaube, das wird klappen. Kann man doch so mal eine innovative Stadt nehmen. Wolfsburg zum Beispiel. Ich glaube, da ist ein innovativer Hersteller. Und da kann man das, könnte man das mal hinbiegen. Einfach mal ein, obwohl die haben, egal, wurscht. Nehmen wir eine andere Stadt. Und die setzen wir einfach hin, die regeln wir ab. Da könnten dann zum Beispiel viele alte Leute sein. Oder eine Stadt, wo es prozentual viele Trinker gibt. Keine Ahnung, irgendwer, wo man sagt, gut, gut, dass ihr weg seid von der Gas. Und dann lässt man die da fahren. Und ich bin mir sicher, schlechter als wir Menschen werden diese Roboter das nicht machen. Und man könnte tatsächlich die noch ein bisschen in die Stadt putzen lassen dabei. Das wäre doch witzig. Und ich stelle mir das so vor mit dieser Kuppel. Ich glaube, das ist nett. Warum denn eigentlich nicht? Was spricht denn ernsthaft dagegen? Es gibt diese Sache, dass man sagt, die Rechner machen auch ein paar Fehler. Glaube ich fest dran, die werden Fehler machen. 100 Pro. Klar machen die Fehler. Die bauen vielleicht mal einen Unfall. Ich glaube aber, die bauen eher einen Unfall mit einem Menschenauto als mit einem anderen Roboterauto. Falls wir irgendwann, wie gesagt, dieses 5G haben, vernetzen die Autos sich ja miteinander und wissen, dass die kommen. Und normalerweise klappt es dann. Ich meine, Flugzeuge fällt ja auch hin und wieder mal eins runter. Aber ich meine, wie oft? Und genauso oft wird es dann das Problem mit den Untertassen geben. Die können aber nicht mal runterfallen. Und die kriegen einen schönen Gummiring drumherum, wie beim Autoscooter. Und dann passt das schon. Und ich stelle mir das cool vor. Und drin, wenn du nicht angeschnallt bist, fährt die Gurke nicht los. Ein Thema weniger. Ja, das sind so Sachen, die doch funktionieren. Und wenn man dann, jetzt nehmen wir mal an, die Untertasse kommt in Schleudern. Saugroboter außer Kontrolle. Und hat auf drei Leute zu. Und da ist eine Oma, da ist ein kleines Kind und da ist irgendein Typ. Wen soll es niedermähen? Einer ist fällig. Ich würde sagen, bevor das ein Mensch entscheidet, lasse ich es einen Roboter entscheiden. Und dann guckt er sich halt die Statistik an von seinen Kumpels. Letzte Woche haben wir zwei Omas und ein Kind erwischt, dann ist jetzt der Typ die Woche. Das kann man doch machen. Muss man halt ein bisschen die Statistik lesen. Wenn es letzte Woche keine Oma wäre, wäre ich ein bisschen vorsichtiger an den Kreuzungen, wäre ich älter und weiblich. Kann man sich dann überlegen. Aber das ist doch... Also wenn wir wegen so einer Problematik das ganze Thema nicht starten, dann habe ich es nicht, dann bin ich raus aus der ganzen Überlegung, dann verstehe ich gar nichts mehr. Ich glaube, sowas könnten wir mal machen, oder? Und halt zügig. Nicht erst in 100 Jahren, sondern mal jetzt. Die Dinge sind doch da und dann könnten wir die auch neu entwickeln. Also kein Auto entwickeln, was für eierlegende Wollmilchsau wieder sein soll, sondern nein, dann sagt man alles klar. Wir brauchen einen guten Computer da drin, mit guten Sensoren und einer guten Internetanbindung. Das muss alles rein. Platte drüber, Stuhl drauf, Dach drüber. Fahr los. Du musst nicht windschnittig sein, wahnsinnig. Du musst gut bremsen können, aber auch nicht wahnsinnig, weil ich hoffe, das geht alles durch vorausschauendes Fahren eines Computers. Und dann funktioniert das und dann fahren die rum. Die brauchen auch keine Spuren. Die fahren halt, wie sie wollen. Die regeln das miteinander. Die machen das sinnvoll. Es gibt auch keine Ortsunkundigen mehr. Die Dinger fahren den guten Weg. Und dann kann man klare Linien für die ziehen. Da fahren die kleinen wie Perlen. Die fahren doch auch direkt hintereinander. Die können das doch. Das ist doch optimal. Und wisst ihr, was wir für Platz in diesen Städten auf einmal haben werden? Unfassbaren Platz werden wir haben. Wir brauchen die ganze Grütze nicht mehr. Dann kannst du dir noch was überlegen, dass du als Stadt, wenn du cool bist, sagst, wisst ihr was, Freunde, die in dieser Stadt gemeldet sind, also die der Stadt auch was bringen, weil sie dort ihren Hauptwohnsitz haben. Die Leute fahren mit den Gurken kostenlos. Los geht's. Da besorgt man sich so einen, kauft man sich quasi ein und dann sagt dem Betrieb hier, Einheimische, los geht's. ÖPNV läuft für uns. Kann man jetzt noch drüber nachdenken, ob man dann auch noch so größere Untertassen hat, dass da 20 auf einmal rein können, die dann über Stationen fahren. Oder ob man sagt, wir machen das individuell. Aber das kann man doch super machen. Guck mal, was die Butze hier geklärt wäre auf einmal. Jetzt mal abgesehen vom Platz und so weiter und so fort. Das könnte man natürlich auch mit den U-Bahn machen. Ist nicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber hat man mir das nicht über die
War das in Wien? Dass die U-Bahn da schon komplett autonom fahren, eigentlich? Aber noch jemand dabei sitzt für und so weiter? Ich war mir nicht sicher, will ich nicht, keine Ahnung. Aber diese Sachen, die muss man doch automatisieren. Und ich glaube, wir müssen diesen Schritt jetzt einfach mal wagen. Die anderen Lösungen, die ich habe, immer, wenn ich dann drüber nachdenke, sage ich mir, ja, ich hätte gerne die autofreie Innenstadt. Aber dann kommen halt all die Sachen, die ich geklärt kriegen würde. Aber ich sage, gut, ich bin halt wohl nicht repräsentativ für alle. Möglicherweise nicht. Dann ist das nicht die Lösung. Dann kommt so, wie gesagt, so eine E-Prämie. Vollkommener Schwachsinn, klappt gar nicht. Carsharing hat Probleme, wie gesagt, wenn es sich in der aktuellen Situation zurechtfinden muss. Parkplatzthema, Nummer 1. Und wie gesagt, die komischen Gurken. Das ist alles eine Problematik. Deswegen stelle ich mir es am besten vor, wenn man einfach sagt, okay, das Konzept hatten wir, weg damit, neues Konzept drüber gelegt. Mit einer kleinen Übergangsphase. 1, 2 Jahre. Maximum. Und dann ist um. Ich hätte Bock drauf. Ich hätte wirklich Lust drauf. Sehr viel Lust. Ich würde es gerne ausprobieren. Und eine Stadt könnte auch mal cool sein. Und wie gesagt, man fährt bis zu dieser Stadt hin und sagt, hier ist es jetzt so. Karre abgestellt, ab in die Untertasse. Einfach mal so. Ich sage euch, diese Stadt, da kämen alle hin, um die Untertassen zu sehen. Alle wollen sich da mal reinsetzen. Alle wollen damit rumfahren. Alle winken sich gegenseitig zu. Und völlig zugedröhnt in die Kugel rein. Und los geht's. Vielleicht macht man da noch so zwei Stufenkugeln. Die eine bisschen teurere Kugel ist ein bisschen schöner. Die günstige Kugel ist die, die öffentlich nutzbar ist. Keine Ahnung, da kann man doch Sachen machen. Man kann sich doch da individualisieren, wenn man mag. Dann nimmt man halt die etwas coolere Kugel. Kann man sich doch dann rufen, muss man vielleicht halt warten, bis sie kommt. Die anderen Kugeln sind immer da. Da gibt es doch Möglichkeiten. Aber wie gesagt, an sowas bleibe ich doch gedanklich nicht hängen, wenn ich sage, ich will erstmal das Ding, den Ball zum Laufen bringen, oder? Was meint ihr? Den Stein ins Rollen, würde ich fast sagen. Ich wäre dafür. Dann gäbe es so welche mit Katzenohren. Ich glaube, da sind Möglichkeiten. Ohne Faxen, da können wir Dinge tun. Ich hätte Lust drauf. Würde mich freuen, wenn andere auch Lust drauf hätten. Ich muss das mal irgendwo einbringen, glaube ich. Ja, und eine Stadt wird irgendwann mal starten. Und ich glaube, wenn die das dann hat, dann können die anderen Städte nicht mehr nicht das haben. Das brauchen sie dann alle. Vor allem, wenn die auf einmal merken, dass sie doppelten Baugrund haben. Da kann man richtig was rocken in der Stadt. Das wird cool. Ich fände es cool, wenn es meine Stadt wäre, aber Hoffnung nahe null. Es wird irgendeine andere Stadt cool werden. Da muss ich dann hin. So ist der Plan. Also, ich wünsche euch, dass ihr wunderbare Leute um euch habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Habt eine tolle Zeit mit denen und bis bald.